So, und da sind wir auch schon wieder. Jetzt muss ich mich fast entschuldigen, dass die letzte Aufnahme so kurz war. War nämlich wirklich kurz. Aber manchmal passiert das einfach. Da verschätze ich mich dann ein bisschen. Denk, das Ding geht schon länger und dann, naja. Aber dafür gibt es auch manchmal Folgen, wo halt die Schlachten länger dauern und da unterbreche ich dann auch nicht. Ich hab's mal gemacht, ich weiß, soll aber nicht wieder vorkommen. Also es gibt so und Nichts wird so. die weiße Hand auf Und es meiner gleicht Hand. sich dann aus. Ich kann ja nicht immer perfekt alles Mach machen. dich nützlich, hier sonst Ich noch denke, was. das versteht sie. Und Niemand stellt sich. dann passt es schon. So. Uns in den Weg. Dann gucken wir mal, ob und wie wir das hier jetzt machen. Ich beobachte euch. Wir sind gefährlich. Hagen! Seid auf der Hut! Ah! Befreit Hier, die euch! ganzen Baumeister, alle töten. Das Jetzt aber sollte schnell. man annehmen. Das neue Gebäude ist Jahaha. zerstört. Nee, Sterbliche sind in so eurer nicht. Aufstellung. Das Gebäude ist fertig. Da kommen ja noch mehr. Sie sind davon. Lol. Ja, die können gerne alle sterben. Das schaut doch ganz gut aus. Eigentlich. Also würde ich jetzt mal so sagen. Schauen wir mal, ob das auch wirklich so ist. Der nächste Feind, der erledigt ist. Gut, gut, gut. Ah. Jetzt aber schnell. Okay. Gerettet. Gerettet, gerettet, gerettet. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz was nachschauen. Sorry, wir sind mal ein bisschen doof. Na gut. So, das haben wir jetzt geschafft. Oh, hier bitte schön töten. Alles töten. Ah, da unten hat so ein Baumeister. Na dann. Ja, haben wir schon fast geschafft, ne? Der nächste Feind, der stirbt. Theoretisch. Theoretisch war's das. Das ist ein Vorposten. Wir haben den Feind gefunden. Ja, das war nicht schwer. Wenn die alle Baumeister hier bei mir reinschmeißen, sind sie selbst schuld, ne? Haltet eure Waffen bereit. Aber okay, soll mir recht sein. Easy win. Nehme ich mit. Ich beobachte euch. Ein sehr einfacher Win. Brennt es nieder. Dok, 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 dok. Ja, geschenkt. Isengard gehört wieder uns. Und Burg werden wir vernichten. Einmal bitte auf Burg angreifen. So, Kaserne zu töten. Burg kriegt immer mehr Schaden ab. Schick. Sehr schick. Jetzt die äußeren Ränder des Fangorn. Auch nicht schlecht. So. Alles tot. GG Nori gewonnen. Burg vernichtet. Die brutale Burg. Und der Feind ist tot. Sehr schön. Das ist doch gar nicht schlecht. Das ist doch gar nicht schlecht. So, jetzt müsst ihr nur ganz kurz warten. Hier ist nämlich gerade wichtig, wichtig, wichtig. Passt, passt, passt. Und passt.
Sehr schön. Und weiter geht's. Er ist gerade ein bisschen knifflig hier. Alles, aber hey, so ist das manchmal. Ne? Manchmal ist das so. Hey, ich bekomme Bonus-Gasthauseinheiten bei Schlachten. Es geht voran. Ladies and Gentlemen, es geht voran. Stück für Stück mache ich mich. Was? Nein. Dahin. Ah, ja, der Sult. Aha, ja, genau. Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage, wie bringe ich den Sultan wieder zum Saruman? Das wird nämlich alles andere als einfach. Vor allem, weil er da auch alleine hockt. Wie uncool! Wo habe ich noch Zeugs? So, ich wollte mir noch Minas Morgul holen. Das ist das nächste, was ich angreifen werde, aber... Das wird jetzt knifflig. Ja, der kann halt nicht dahin, ne? Nächste Runde, wenn Saruman es hierhin schafft, nach Dunland, dann könnte ich die wieder zusammenführen, ansonsten dauert es noch. Charku dahin, der dahin, der dahin, der dahin. Der Rest sieht aus, als würde es passen, wenn ich die ganzen Truppen hier reinstelle, das Ding wird instant zerstört. Wenn die alle da angreifen, ne, das schaffe ich nicht. Aber ich gebe dem Saruman wenigstens ein paar Truppen mit auf den Weg. Na. Dann machen wir das so. Es ist schwierig, definitiv. So. Nein. Ist nicht leicht. Ist definitiv nicht einfach. Aber ich glaube, ich habe jetzt eine gute Vorlage für die nächste Runde geschafft. Oh, das schaut gut aus. Hier verliere ich zwar, aber hier gewinne ich. Hier kann ich easy verteidigen. Da sollte ich gewinnen. Ist aber auch noch nicht safe gesagt. Das müsste ganz gut passen. Aber da schauen wir jetzt gleich mal. Ich glaube, als erstes verteidige ich ganz normal Hemsklamm. Bald. Da können sie mir nichts machen. Hemsklamm! Das ist so eine Festung. Ich weiß nicht, wie irgendwer Hemsklamm einnehmen möchte. Aber das sehen wir noch. Und zwar beim Community Clash. Da werden wir das alles noch sehen. Ob, wann und wie jemand Hemsklamm einnehmen kann oder nicht. Ach, lass mal's einfach. Ist egal. Das wird alles andere als einfach. Aber es ist definitiv machbar. Irgendwie muss es machbar sein, ne? Also von dem her. So. Naja, da hat es ein paar Spinnenreiter. So. Fast haben wir schon ein ganzes Bataillon verloren. Ui, sind die ausgerüstet? Also gut, dann. Wenn die das überlebt haben, dann machen wir das jetzt so. Dann müssen wir sie halt doch ganz normal verteidigen. Die Burg. Na, Festung, wie auch immer. Naja, macht's ruhig. Geht hier 74%? Yeah, wusste ich doch, dass es geht. Dann bilden wir ganz normal aus. Holen uns hier alles. Boah, verteidigen halt ewig lang. So. Ganz einfach gechillt, geschenkt, gewinnen. Ja, der Gegner kann sich jetzt hier schön austoben. 1000. Dann leveln wir halt meine Armbrustschützen, ne? Ist mir auch recht. Ist mir auch recht. Die Noob-KI meint, ja. So machen wir das.
Ich finde es irgendwo immer doof, wenn ich sage Noob-KI. Weil die Leute, die die KI programmiert haben, die haben sich da ja sicher schon, also schon Arbeit reingesteckt. Aber es ist halt leider lang nicht anspruchsvoll genug. Ne? So eine richtig, ich wünschte mir so eine wirklich richtig, richtig starke KI, die halt mit Menschen mithalten kann, ohne zu cheaten. Das wäre Bombe. Stellt euch das mal vor. Und jetzt auch ohne, dass halt jede Einheit einzeln perfekt immer steuert. Das bei StarCraft kann man das sehr gut sehen. Das ist halt klar, du kannst so eine KI programmieren, wo dann gegen Flächenschaden die Einheiten so aufgeteilt werden, dass immer nur eine Einheit getroffen wird und. Das kann man alles programmieren. Und ich glaube, für jemanden, der sich auskennt, ist es auch ziemlich einfach. Weil das halt, also glaube ich weiß es nicht, aber es ist machbar, ich habe es gesehen. Es gibt Leute, die können das. Und, aber eine KI zu programmieren, die aufgrund von strategischen Entscheidungen oder taktischen Entscheidungen, wo laufe ich jetzt wann mit meinen Einheiten hin, welche Einheiten bilde ich aus, wann mache ich die Transition, wann baue ich zum Beispiel jetzt hier eine Schmiede, wann rüste ich meine Einheiten aus und. So, solche Entscheidungen halt. Klar, dass die Multitasking besser sein kann als ein Mensch, das ist eigentlich klar. Ne? Aber davon abgesehen, wär's sehr interessant. So eine richtig schöne, starke KI. Ohne Cheaten halt, ohne dass er weiß, wo alle Einheiten sind. Und. Das wäre schön. Klar, also der baut sich jetzt hier auf, aber der stirbt dann. Früher oder später wird er das Zeitliche segnen. So. Dann bauen wir jetzt überall zwei Türme hin. Damit die Vorposten nicht mehr eingenommen werden können. Das finde ich immer nervig. Wenn sie hier so eine Truppe haben, die man nicht angreifen kann. Und ich weiß auch nie, woran das liegt, aber das ist halt so. Weil die Bogenschützen kann ich alle nicht angreifen, es geht nicht. Muss ich mich zurückziehen. Ist zu stark. So. Sehr schön. Dann bauen wir doch gleich mal weiter. Wenn ich nur checken würde, was hier eigentlich abgeht. Der kann halt hier machen, wie er will, ne? Aber nicht gut. Schauen wir mal. Vielleicht geht's ja jetzt. Und wenn nicht, dann halt weiterhin nicht. So, Bäume gibt's hier fast nirgends. Da war einer. Aber das ist hier halt so. Da helfen dann nur noch Reiter, wenn dieser Fehler auftritt. Das ist dann auch ein bisschen doof. Sehr gut. Noch ein Turm. Na, ja, das wäre zu schön. So, hier noch Türme. Nur für den Fall. Ich kann mich ja aufbauen, ne? So, hier ist jetzt den Hexenkönig. Ah,
Nur ja, paar Hobbits. Er schreit fürchterlich. Wie wär's, wenn ihr den da angreift? Ist zu viel verlangt, oder? Was macht er denn? LOL! Was macht er denn? Ich check nicht. LOL! Cool. Sehr, sehr cool. Was ein Schwachsinn. Aber okay, soll mir recht sein. Von mir aus. Was ein Schwachsinn. Danach baut er noch ein Türmchen. Aber bitte auch den richtig gedreht. Danke. Und dann bauen wir hier ein paar Türmchen. Ich gewinne easily. Ganz easily gewonnen. Ohne irgendwelche Probleme. Ganz normal. So. Passt. Ah, Ritter aus Dol Amroth. Und Ritter sind alle. Wow. RIP Ritter aus Dol Amroth. Einfach nur Ritt des Todes. So, das können wir ja alles zerstören hier an den Rändern, ne? Da bauen sie mit dem Nix hin. Das ist auch ganz wichtig, sowas darf man nie zulassen. So, schweren Rüstungen sind fertig. Gorkil stirbt gleich auch. Demnächst in ihrem Kino. Gute Frage, warum haben wir eigentlich keine Rohstoffe? Diesen Fehler verstehe ich nicht, dass die hier nicht angreifen können. Das ist so eine Verarsche. Das ist halt einfach nur unfair. Ja, der hat schon einiges hier, was er nehmen benutzen kann, ne? Aber irgendwo dort wird ja was hingehen. Ne? So. Dann bauen wir gleich noch ein Türmchen. Das ist eigentlich ziemlich gechillt. Bis auf dieser Feder hier. Aber das sehen wir gleich. Ich kann als nächstes kann ich zwei Drachen rufen auf einmal. Das ist dann natürlich sehr nett. Da können sie dann auch gar nichts gegen tun. Ja, und irgendwann ist halt vorbei, ne? Dann habe ich gewonnen, das war's. GG. Weil sie eben einfach nicht durchkommen. Irgendwann ist halt Schluss. Ja. So, wie schaut's jetzt aus? Gar nicht so schlecht. Wie viele Gegner haben wir denn? Vier. Ja, mal schauen. So, ein Türmchen möchte ich noch. Da habe ich nämlich vier Türme hier. Das ist nämlich sehr schön. Dann bauen wir da oben noch welche. Na, das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich mag dieses Türmchengebaue. Es ist übelst ineffektiv,
Naja, nicht unbedingt ineffektiv, aber ziemlich ineffizient, sag mal. Zumindest gegen Menschen. Aber hey, was funktioniert, funktioniert. Schauen wir mal. Wo kommt der Drachenflug? Ah, da ist er. Aha. Aha. Okay. Na, war nicht mal so schlecht. Und das war's schon, oder wie? Aha. Na, das war ja mal ziemlicher Schwachsinn. Ist aber auch nicht schlimm. Denn als nächstes marschiere ich raus und dann hole ich ihn mir. So, hier möchte ich auch noch irgendwie zwei Türme bauen. Geht da vielleicht noch ein Turm? Ja. Oh, es geht, es geht. So. Und dann rennen wir jetzt raus. Ganz einfach raus. Irgendwann muss ich ja mal was machen, ne? Taunt! Da gibt's ein Lagerfeuer direkt vor der Burg, Leute. Auch nicht schlecht. Ah, hat schon wieder alles aufgebaut. Warum wundert das nicht? Da darf es einem nicht Wunder tun. Ja, ja, ich zerstöre Gebäude. Jetzt geht's ab. So. Und hier noch ein Turm hin. Ja, irgendwo da wird es aber hingehen. So. Und weiter geht's. Gegen so viele Türme kommt die KI irgendwann auch nicht mehr an. Auch mit so vielen RAM wird es dann... Ja gut, die RAM könnten es schon machen. Muss ich gestehen, die RAM könnten problematisch sein. Ja. Wie stark die Feuer... Ja, genau. Schön mir das alles überlassen. Dass die Türme nicht stehen bleiben, ist schade. Jetzt habe ich so viele schöne Türme gebaut. Aussichtstürme oder vor Aussichtstürme. Genau, gebaut. Na gut. Macht nix. Oh. Die Pfeile taten nur mehr weh. Ah, blöde Pfeile. Aber es passt. Passt schon. Easy verteidigt. War halt am Anfang ein bisschen blöd mit dem Bug und dem ganzen Zeugs, aber. Na gut. Kommt vor. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.